jetzt nicht. So, okay, doch, gut. Sag. Guten Morgen, es ist 8:55 und es ist Samstag und es regnet die ganze Zeit. Und ich glaube, ich werde heute erstmal nicht in den Laden gehen. Mama, es funktioniert. Ja, genau, bis die ersten Menschen uns die Tür einrennen hier. Vermutlich, oder? Dankeschön. Erziehungsmaßnahmen hier. Komm hier. Was ist sie, los? Sie liegt auf dem Boden, das ist der Trotzanfall. Achso, sie liegt komplett. Ja, aber. Man sieht nur Beine. Strampelnde Beine. Erstmal liegt sie ja nur so zusammengekauert und wenn es dann nicht besser wird, dann legt sie sich ganz hin. Dann macht sie sich ganz Stretch. Klar. Da bist du ja wieder. Nassrose. Mach das mal weg. Ich hab nichts. Mach das mal weg. Mach das mal weg. Tuch. Mach das mal weg. Kommandierst du immer nur. Ja, ich bin der Commander. Ich wollte einen anderen Film rezitieren. Ja, aber das fiel mir dazu ein. I'm the commander of the ship and your name is on my list. Wollte ich sagen. Wer weiß, woher das ist? Wer weiß, woher das ist? Und dann machen wir noch Marlies. Marlies, ihren Kommentar. Das sage ich jetzt nicht nochmal. Commander. 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 Woher ist das? Jetzt haben wir zweimal Filme raten. Und dann sehen wir uns da unten im Keller auf alle Fälle. Ganz kurz mal erstmal zumindest. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja! Willst du dann die Skali kurz rüberfahren nach Rixdorf? Nee, das. Also. Nee. Das. Also. Nee. Dit, also, wenn sich dann im Regen einer verirrt und ich bin gerade nicht da, dann nee, also. Also, nee. Ist ja fein, machst du Sauerei auf dem Boden? Ja, ii. Ey, heute Morgen Blumen, ja? Sie sagt zu mir, naja, ich meinte, Ona weint immer in der Kita, ne? Diese, ja, für sie ist das halt auch ganz schön lang. So, was denn, die 15 Minuten? Ihr kommt das halt viel länger vor. Sie hat noch nicht das Gefühl dafür. Ey, sonst, weißt du, sonst ist die immer so gemein. Und die kriegt doch alles mit. Ich meine, ist also eh ein super Genie. Für sie ist doch das Leben gelogen. Die hat den Sinn des Lebens erkannt und alles. Also, was willst du denn? Richte dich mal ein bisschen nach ihr. Die weiß Bescheid. Wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, Dummen. Was kommt bestimmt bei rum? Oh, Entschuldigung, wollte ich den Kitz zu dir machen. Ist irgendwie in die Hose gegangen. Ich geh runter, wir sehen uns im Keller. Ich dachte nur, heute klingeln die Leute bestimmt, weil bei dem Wetter. Macht das Schluss wieder dran, ne? Oder? Einfach so? Ja, ja. War alles in Ordnung? Super. Schön. Gute, ciao, ciao. Moin. Moin Wolfgang, na, was ist los? Geht eine Zeitung oder was? Doch, ich hab hier in der Tasche. Auf Tasche die Zeitung, ja, zeig her. Na, was steht denn drin, Wolfgang, in der Zeitung? Ah, müssen wir mal Moment. Ah, stell dich mal unter. Die Frage ist abgefahren, Friedrichstraße, die Autos gesperrt. Ach, echt? Haben Sie durchgesetzt? Heißer Berlin, volle Seen und leere Cities bei 37 Grad. Oh, ist das alles? Also nur Badespaß. Oh, warte mal. Badehosenposse im Parlament und der Klausau geht's sau gut. Friedrichstraße für Autos gesperrt. Meine Güte, was machen sie noch alle zu? Also wirklich, der nee, ist ja unglaublich. Ja, dann hat sich das auch erledigt mit Einkaufsstraße. Dann sind die ganzen Nebenstraßen jetzt überbelastet. Also da tun sie dir aber auch keinen Gefallen, der City. Das ist ja ohne Schwer, siehst du ja von den Dieseln in der, wie heißt das, in der Landstraße da, wo der Dieselverbot machen, da ist ohne Schwer, haben sie auch einiges eingeschlafen. Und was für ist die? Ist ja eine Schnellstrecke. Lahnstraße? Ja. Was meinst du? Schnellstraße, damit die. Ach so, ja, was ist damit? Da ist ohne Schwer von. Wieso, was war denn da? Da war auch da, die ist ja mit den. Mit dem Diesel, da wo sie sagt, alle die Diesel, die dürfen da nicht lang fahren. Ja, aber das ist ja überall, das gilt ja immer noch, denke ich. Ja, Physikkiller, da hört man da nicht mehr von. Das
Ja, jetzt muss er Praktikum weitermachen, muss er weiter lernen. Ne? Und du war gestern Nachmittag da. Ab 15 Uhr war er gestern da. Da hatten wir gesehen, ja, ja. Und wo ist denn der Schlüssel? Ja, aber er muss ja. Der, und jetzt hat er geübt gestern, hat er Einspeichen geübt hier. Wolfgang, ich mach mal weiter, ja? Mach weiter. Vielleicht sehen wir uns heute Abend. Wir sehen uns nachher bestimmt, wa? Ja, ja. Mach mal, komm mal rum. Bis dann. Ciao. Oh Mann, oh Mann. Na gut. Also, ich könnte ein bisschen aufgeräumt jetzt. Schläuche eingewickelt. Bitte, liebe Leute, macht das selber. Wenn ihr die Schläuche benutzt, dann packt die auch wieder zusammen. Ja. Dann lege ich mal Salbei pflanzen. Pflanze ich jetzt ein. Jetzt brauche ich nur noch meinen Füller und dann bin ich ganz glücklich. Okay, Stift habe ich gefunden oben. Ist das eine Hetze hin und her rennt man hier. So, jetzt habe ich auch hinten geschafft auszupflanzen. Mal so eine Kleinigkeit habe ich gemacht. Ein Schritt, oder ein, wie sagt man? Ein Schritt. Ein Punkt weniger auf der Liste. Ein Schritt näher. Muss ich mal aufhören hier. So, auf alle Fälle. Werkzeug, Schlüssel. Da muss ich nämlich morgen noch dieses Rad abholen, was zusammengebrochen ist, mein Mietrad. Seid ihr auch mit dabei? Und dann gucken wir mal, heute wird wahrscheinlich nicht so viel los sein, ne? Weil Regen permanent, da kommt wahrscheinlich nicht so viel zusammen. Voll die Langeweile. Was macht er? Maschinenwartung macht er. Schöner Ankauf gerade. Ach, das ist ja nicht für mich, das ist für die Blume. Ich brauche erstmal was zu trinken. Komm mir mal was. Hallo. Hallo. Dein Handy hab ich, ne? Ja, wieso? Also das Schwarze hier. Das Schwarze habe ich. Jetzt mich jetzt schon tot. Sag doch. Die Jacke wieder aus, okay. Kann ich hier die, in den, kannst du das in den Geschirrspüler machen hier? Das Gehäuse? Wenn du da rein kannst, ja. Ja, ich baue die ganze Technik aus natürlich. Ja, ist klar. Ja, ich bin mal einen Kuss. Ich gehe jetzt. Ich bin hier. Sagst du auch noch vorbei? Tschüss. Ja, ich komme. Komm mal vorne. Brauchst du das Telefon? Ich habe jetzt meins vorbei. Okay. Gehst du auf eine Geburtstagsparty? Ja! Schön! Ah, Regenspaziergang. Oh Mann, du wirst schwitzen. Den kann ja, ich auch mitnehmen. Nicht schwitzen, ich glaub, das die Jacke kannst du ausziehen, den Schirm kannst du behalten. Ja. Oh. Zack, und einmal komplett Geschirrspüler. Haben wir. Zwei Schrauben.
Das ist die ganze Maschine. So sieht eine Bosch. Wie hieß die jetzt? PSS 250 AE von innen aus. Das ist sie. Wer schon immer mal wissen wollte, wie sie aussieht, so sieht es aus. Das hört sich interessant an. Ja, es hat sich einfach das Vorderrad vom Fahrrad gelöst. Okay, hat jemand Hose geschraubt? Ja, scheint so. Also es ist ein Schnellspanner gewesen. Ach, da rennen, ja. Nee, aber es ist trotzdem, es war einfach noch nicht mal irgendwie dicker Bordstein oder so. Naja, klar, wenn es locker ist, dann... Ja. Und naja, auf jeden Fall habe ich den Stutz am Ende mit der Gabel aufgefangen. Und ein Dudio. Ja, also jetzt, naja, mir schon, beim Rad halt nicht. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, auf jeden Fall ist jetzt die Gabel gebrochen. Ja, so hat die Glück gehabt. Ja, das. So, Frage, könnt ihr sowas richten hier? Ja, richten ist da nicht mehr. Also, ja, nee, das ist klar, Gabel austauschen. Ja. Genau. Sind das was für eine Art Rad? Das ist so eine Art. Also schon mit Patti Löffel drin, ne? 28 Zoll. Ja. Kannst du mal eine Gabel bestellen? Ja. Ich müsste das Rad mal hier haben. Also grundsätzlich ja, geht, funktioniert. Kann man machen. Der Rahmen hat hoffentlich nichts abbekommen. Vorher kontrollieren, ob die Verbindung da noch gut ist und hier oben. Ja. Ob es irgendwo verbogen ist, weil da macht es keinen Sinn. Ja, nee, das ist wäre doof, wenn ich da oben ist. Also, du kannst es nur einfach vorbeibringen und dann kann man es ist nur dadurch, dass man so schlecht. Transportieren kann. Im Auto vielleicht oder so? Ich jetzt gar nicht so sehen. Es ist nicht so weit, aber also deswegen... Also auf dem Hinterrad einfach? Nee, ja, man kann es schon schieben, aber man kann es ja nicht mehr fahren sozusagen. Nee, ja. Okay. Tja, Gabel brauchst du, Steuersatz wirst du brauchen, also auch das Lager, was hier drin steht, das ist auch ein ziemlicher Schein. Sollte man tauschen bei sowas auf alle Fälle und dann eben nochmal schauen. Ja, aber irgendjemand hat da einen Schnellspanner aufgemacht, oder? Ja, habe ich auch gedacht. Namendynamo drin war. Ja. Hat denn jemand eben auch? Vielleicht wurde die gestört. Ja, und dann war das eben offen. Also und das steht auch bei diesem Namendynamo, also bei diesem Schnellspannnamen steht in der Betriebsanweisung immer drin, vor jeder Fahrt prüfen, ob der Schnellspanner zu ist. Mhm. Macht kaum jemand, aber ist sinnvoll. Nee. Weil wird so viel, gerade wenn es eben auf der Straße steht oder so, jeder zwischendurch macht auf, wird dann doch gestört, haut ab und du fährst los, ahnungslos, Bordsteinkante runter und plupp, weg ist die Gabel. Also, hast du echt Glück gehabt? Die Schulter tut ein bisschen weh. Ja, aber normalerweise üblich ist Schlüsselbeinbruch und Kiefer kaputt. Nee, deswegen sei froh, wenn alle. Hast du echt Glück gehabt? Die einzige sichtbare Schramme. Doch, wir schessen! Also, okay. Also wirklich Glück gehabt. Naja, Glückwunsch! Hast du mal mitgemacht? Hast du überlebt? Hast du gut gemacht? Okay, dann vielen Dank und ich guck mal, wie lange bist du heute hier? Wenn es jetzt nicht richtig anfängt zu schütten, bin ich halt oben, weil ich wohne gleich oben drüber, da ist ein Zettel dran. Ja. Und ansonsten 21 Uhr. Also bis 21 Uhr bin ich so oder so erreicht. Ja, nee, wir fliegen ja um 14 Uhr zu und das dann. Nee, ja. Dann. Okay, super. Alles klar. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, bitte. Ich wollte mal fragen, ob Sie mal auf mein Rad gucken können. Hab ich gemacht? So, heute mit. Nee, ich habe irgendwie seit heute Morgen geschleift. Also ich kann, ich kann ganz normal treten, aber wenn ich rückwärts trete, dann verklackert mir die Kette, dann springt die ab. Und das ist ein ganz unangenehmes Schleifen. Und da ich den ganzen Tag mit dem Rad unter... Ja, sicher? Also ich wollte mal fragen, wäre es möglich, dass ich das vielleicht hier lassen kann? Nein, eben nicht, gar nicht. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Ich habe kein Fahrradunfall, ich gehe eigentlich sehr pfleglich mit dem Rad um. Guck mal, der ist schon total schief hier. Also der steht ja nicht mehr, siehst du das? Ja, also ich schließe das Rad morgens ab, setze mich raus, fahre los, schließe, ich bin im ambulanten Dienst, ich fahre den ganzen Tag mit dem Fahrrad durch die Gegend. Jetzt wollen wir einen Schlüssel, vielleicht ist es schnell gemacht. Vielleicht ja, wenn nicht, ich würde es auch hier lassen und nachher abholen. Na, warte mal, vielleicht geht es ja gleich. Vielleicht. Ich müsste ja auch Geld holen, dann erstmal noch schnell. Ist nicht so wichtig. Aber ich
ich weiß, ihr seid irgendwie die Einzigen, die hier immer zuverlässig aufhaben. Und ja, aber der Regen ist manchmal schon schwierig, wa? Weil keiner kommt. Ist jetzt hintereinander, seid ihr jetzt mal eine Anfrage? Ja, weil die anderen sind alle zu. Ja, das Regen war. Und hier, ja, aber. Wir machen nur bei schönem Wetter auf. Ich meine, man fährt ja auch bei Regen Rad. Ja, sicherlich. Und das ist. Klar. Und was heißt gebrochen? Also hier der. Na, der da unten ist irgendwie gebrochen. Das kann ja ab, im Prinzip, das brauche ich ja nicht. Also ist das sicher? Fährst du nur mit kurzer Hose? Im Winter? Nee, im Winter nicht, aber ich kann es, denn ist ja ein Dekat, ist ein Betriebsrad, ein Dekathlonrad. Ne? Also, ja, du Scheiße. Also, ja, gut, okay. Und dann, nee, macht ja nichts. Und wir sind ja verpflichtet eigentlich zur großen Kontrolle der Geräte auch, weil die bei Dekathlon gekauft worden sind, dann auch dahin zu bringen. Mit Wartungsvertrag? Ja, genau. Ja. Und dann würde ich sie eben halt dann irgendwann nächste Woche Urlaub dahin bringen. Aber. So. Deswegen würde ich darauf auch verzichten können, aber. Dann probier's nochmal bitte. Genau, probier mal jetzt mit Schalten hoch. Ja, warte mal, darf ich mal immer. Ich lasse mal meine Tasche hier stehen. Okay. Ich mach mal immer. Hänge ich mal kurz hier drin? Ja, danke. Nicht, dass du das. Läuft? Schön. Also, siehst du, große Hanni, großartig abgeben. Ach Mensch, das ist ja. Ich habe jetzt aber wirklich nicht eine Pose Watze dabei. Ich komme nächste Woche vorbei. Ja, mach ich wirklich, weil ich bin hier jeden Tag unterwegs. Ja. Und ich hab schon ja Angst gehabt, weil ich jetzt einen kompletten 10-Tagesdienst habe. Wenn mir das gerade im Arsch steht, dann hätte ich alles ablaufen müssen. Nee. Von daher. Ich bin jetzt beim Fahren, und so. Oh. Und da gibt es ja auch. Mich heute wann habt ihr auf? Ab Montag, ab 9. Bist du dann hier? Ich bin da. Gut. Kaffee und Kuchen ist hier jetzt. Was für ein Kuchen? Nee, ist es nicht. Ich mache es wirklich. Bring mal. Irgendwas? Lass mich überraschen. Okay. Die ersten Ritter hat auf den Tisch kommen. Egal, dann komme ich noch. Also jetzt, du hast jetzt eine arbeitende Krankenschwester, hat jetzt ganz glücklich gemacht. Ja, das ist gut so. Ja. Mach weiter. Ciao, ciao. Tschüss. Abnehmen. Das war super, perfekt gelaufen. So, haben wir das auch repariert, mal schnell eben. Was, willst du halt kein Geld verdienen, Tommy? Nee, ist manchmal auch nicht so wichtig. Ja, könnt ihr ja bei den ganzen anderen Fahrradläden hier, habt ihr ja wahrscheinlich alle zu. Ihr seid die Einzigen, die mit Zuverlässigkeit offen haben. Ja, super. Ist so. Ist Fakt. Ist einfach Fakt. Zack. Und jetzt kam zum ersten Mal mein neues Multitool zum Einsatz. Wollte ich nochmal vorstellen hier. Dieser wunderschöne Schlüssel, der hat sich jetzt gerade bezahlt gemacht. War gut, klack, 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 auf, zu, fertig, aus. Von Eistools hier so ein Vierer Inbus. Was haben wir? Dreier, Vierer, nee. Vierer, Fünfer, Sechser, Achter. Geil. Geile Mäde. Ist ja nicht so, dass es noch verteilen muss. Ja. Musst du mal ersetzen, das ist schon wichtig. Ja, geht. Ja, geht. So, in Auftrag, naja, Mann. Dann nimmt er seinen Autoschlüssel und versucht den Reifen runterzuhebeln. Ey. Und der Autoschlüssel macht. Ich sag, oh, nicht mehr. Ich hab da Werkzeug da, ist da eine Werkstatt. Cooper. Richtig schöne Küper. So, den hatten wir ja schon öfter hier, den Patienten. Ja. Aber die Laufräder sind durch. Die sind einfach mal echt hin. Weg damit. Also, ich baue die alten Laufräder aus. Das ist ja relativ simpel und schnell gemacht. Und dann hat er noch ein Problem, seine Sattelstütze ist fest, meint er. Meinte ich zu ihm, das ist wirklich ein Problem, weil das ist nicht mal eben schnell gemacht. Hinterrad raus und den Kranz möchte er auf dem neuen Laufradsatz auch haben. Dazu brauchen wir den Abzieher. Dann lösen wir das. Machen
machen den Rest auch noch sauber, hier hinten, das alles. Mann, 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 da. Ich mach Klamotten. Ja, sehr gut. Ich hab ja auch nur gefragt. Willst du jetzt selber machen? Okay. Zack, ran. Ey. So. Ich baue zuerst hier vorne rein ein, um zu sehen, weil vorne ist am wenigsten Platz, weil der Reifen ist ein bisschen dicker, hat ein bisschen dicker gewählt. Und wenn der vorne nicht passt, können wir uns hinten sparen einzubauen. Er hat einen Fehler gemacht, der hat zu kurze Schläuche genommen. Mit zu kurzen Schläuchen kann man nicht arbeiten. Ja, nämlich bei dem, ich zeig's euch auch, bei der Felgenhöhe, bei dem Felgenflansch hier, bei der Höhe nimmt man lange Ventile. Die stehen dann halt bis hier raus, aber man kann vernünftig aufpumpen. Also, ja, weil so geht das nicht. Das ist eine Quälerei ohne Ende. Gut, das ist auf den Punkt jetzt. Ist halt jedes Mal so ein bisschen aktig. Wie auch immer. Der zweite Auftrag heute. Der hat gerade seinen Autoschlüssel dabei zerbrochen fast. Wieso hätte er das denn noch? Wieso wollte er den damit rausholen? Ja. Wollte er selber machen? Ja. Ich habe mich gefragt, ob er selber machen will. Ja, okay. Autoschlüssel rausgenommen, wollte raus und der Autoschlüssel so. Ach du Scheiße. Mann, noch neben dem Autoschlüssel, wir haben noch Werkzeug da. Ja, Seko gerade. Das ist jetzt 80 Euro oder so, neue Autoschlüssel. Das ist geil, ich bin immer bei meiner alten Kita vorbeigelaufen. Das ist gerade gezeigt, die ist ja auch bei der Donaustraße. Ich weiß nicht noch, wie ich das vorstand immer. Das ist auch so ein großes Gartentor gewesen. Gespielt habe. Ich kann mich auch noch an viele Situationen erinnern. Eine Situation war richtig blöd. Da war Ostern und wir sollten alle unsere selbstgebastelten Körbchen suchen im Garten. Oh, seht jetzt schon wieder los. Und mein Korb war nicht mehr da. Ja. Hat irgendjemand anderes mitgenommen wahrscheinlich. Ein Korb war noch da. Den musste ich dann nehmen, da stand ein fremder Name drauf. Fandst du doof. Fand ich richtig blöd. War ja gar nicht mein Körbchen. Was hab ich jetzt hingemacht? Dann habe ich die ganze Zeit gedacht,
Nicht, dass mich jetzt jemand anspricht, dass es ein Körbchen ist. Wahrscheinlich bescheuert. Aber nur so eine Gedanken macht man sich als Kind war. Du dir. Keine Ahnung. Mein Kopf war weg. Mal, wie mir das noch im Gedächtnis ist. Wie der das zu schaffen macht, bis heute. 30 Jahre später. Quält dich der Gedanke, wo ist mein Korb? Ja. Wer hat ihn? Bestimmt der Junge, von dem ich den Korb denn hatte. Muss ja so gewesen sein. Das ist mal eine Suchanzeige. Bitte melde dich. So ist es. Nicht der Junge, sondern der Korb. Korb kommt zurück zu mir. So, jetzt sagst du draußen, steht noch was, ja? Was steht denn draußen? Na, da ist das Korb. Was zu tun? Komm, ich nehme deinen Schlüssel und dann sieht jetzt da drauf. Also ich jetzt immer gern. Kann ich so jetzt hier kurz liegen bleiben? Bin ja nur. Ja, auch Schuhe an, kannst du doch machen. Bin ja nur kurz draußen. Alan, komm mal mit. Oh. Schläft. Oh. Schläft so süß. Jo. Hat er Achim schön gemacht. Bremsgriff rausgesucht. Wow. Schön. Ich brauche nur noch Belege, den Sattel. Den Lenker wollte ich noch einen anderen, wollte ich vielleicht den, der hochgeht, haben. Mal schauen. Das jetzt alt umsonst gelabert? Wie geht denn so hart auf Bauer? Ist ja furchtbar. Kann man aber aus. Fakt ist, ich liege in den letzten Zügen. Meine Tochter schläft hier da hinten im Wagen. Die kleine Rona. Eingeschummert. Ich mache hier die letzten Züge. Ich liege in den letzten Zügen, weil ich die letzten Züge mache. Ja, ist ja schade jetzt. Ich dachte, ich sag mal, läuft die ganze Zeit. Vielleicht lief sie ja auch und ist wieder abgestürzt. Wer weiß. Schauen wir mal, ob wir das hier eingestellt bekommen.
Okay, kommen wir. Gleich jetzt hier hinten. Sattel und Feierabend. Der Drops ist wach geworden. Dann die Fahrt mal bei Mutti. Bei der Mutti, ne? Auf alle Fälle ist er wach und das Fahrrad ist fertig. Ja. Oh, was hat sie hier am Kopf gemacht? Schick aus, oder? Ja. Oh. Wenn ich an meiner Nase rumpopel. Mein Finger ist ganz feucht ohne. Ja, wer weiß, wo der schon war. Ja. Noch einmal mal. Aua! Sie schlägt mich. Sehr direkt. Ja, ist doch geil, oder? Ja, und irgendwie. Oder nicht? Die Kurbeln gerade, alles gut. Ja, ist Metal News, ey. Das ist schöner Rost, den mag ich. Ich mag sowas. Elosiert. Das ist Berliner Tarnkappe. Berliner Tarnkappenbomber. Ja, fährt gut und fertig. Heilung in Ritt. Ja, du fährst damit eh los, ey. Ja. Ah. Ist doch voll ein Spaßmobil, das Ding hier. Ah, jetzt der Help. Hier ist der Heizer. Hier ist die Power. Wie geht's euch? Was braucht ihr? Er braucht sein Fahrrad. Sein Fahrrad. Das ist geil. Ja. Nice. We have to ride this one. Permanent. Most triumphant. Most triumphant, we can say. Du kannst dich aufhängen. Ja, das ist Chrom. Chromoli? Ja, nee, ist kein Chromoli, ist nur Chrom. Chrom. Ist kein Chromoli, sondern nur chromolisiert. It's everywhere. Looks good like Titan. Aber warte, das war's. Was sind those? Ja, ja. So, können wir nochmal probieren, das zu machen? You don't need a wristband. No. In the winter? In the winter? Yeah, in the winter I put a wristband. Oh, yeah. It's okay, take care of them. Yeah. Put it in the trash. Yeah. Brilliant. No thank problem. You so much. Okay. All right, have a good weekend. Oh, you too. Bye bye. Ciao. Show me the wheels. So geil. Gerade fertig, das Rad. Und jetzt ist es vermietet. Das ist dein Baby, ja? Das ist doch geil, sowas. Das ist doch neu geboren. Ist doch quasi neu, frisch im Programm. Ist doch total Hammer, oder? Das ist gleich verkauft. Ja, ich verkaufe das auch, aber nur an jemanden, der es mag. Sie kommt zurück und sagt, ey geil, was kostet das? Mama! Das ist hier die gleichen Schuhe. Ja. Das habe ich schon gesehen. Ja. Tommy mag die auch zum Bequem. Ich habe die mal gefunden und ja, da hatte ich die mal ab und zu mal zum Kaffee holen. Weil ich mir eben Kaffee holen, habe ich hier gleich umgesprochen. Ich wohne ja nicht so weit, aber es ist schon. Der Mann ist auf dem Hof gewesen. Der hat sich selbst gespielt wieder. Ach, die war auf dem Hof? Ja, das ist ein Gott. Anouk so mit dem Spitzel, weil sie die ganze Zeit geredet hat. Mit niemandem. Interessant. Ja, ist halt Blumen. Ja. Eine ganze Menge habt ihr gefunden. Ja, und aber Bruder. So viele Fahrräder. Ist jetzt verbündet. Nein. Nein!
Nicht mischen? Mission Impossible. Nicht mischen. Mission unmöglich. Mission Impossible. Nein, das ist cool. Ja, ich habe halt einen teuren Sattelhof, einen Bobs, kostet schon 100 Euro und teure Decken, 54 Euro ein Stück. Und dann ist das schnell. Ich bin schon mal nicht gefahren. Aber auch von bis tatsächlich. Aber ich meine, sowas könnte man ja auch bauen, wenn ihr eine Basis habt oder so. Dann kommt man ja vielleicht knapp mit hin. Ja. Mit bauen. Nee, gerade tatsächlich. Fertig und los. Ja. Nee, leider nein. Reiserad? Nein, halt. Singles. Das wäre auch schön. Möchte ich einfach auch gerne Auer. Ja. Normal. Ein bisschen teurer dann Auer. Ja. Ja, genau. Deswegen besitze ich das auch nicht. Aber okay. Tschüss, Mann. Gleichfalls. Euch auch. Tschüss, ciao. Beschwert sich die Kundin. Der Bremszug geht super, super schwer, hier zu ziehen und bremst auch nicht vernünftig hier, oder? Ja, erstens ist nicht der richtige Bremshebel dafür, würde ich mal denken. Zweitens, da fällt mir nicht zu ein. Müsste eigentlich richtig sein, aber geht schwer. Machen wir ab. Machen wir einen neuen Zug drin. Also Zug ausbauen, seid damit dabei. Zug einbauen, spreche ich euch aus. So, lösen. Und die Phase, oh, was sieht das schwer, Jungs, ey, was ist denn da los? Reizen ist es nicht. 12er. Sag mal, hast du Bock auf ein Kinder-Jugendprojekt? Kinder-Jugendprojekt und so was, einmal eine Woche? Ja. Hast du Bock auch mal mitzumachen? Klar. So mit Fahrrädern und so, Kiddies vielleicht mal zeigen, Schrauben. Wenn es noch kinderbegeisterbare Kinder gibt, ja, dann riesige mich sind auch, oder so von wegen, das kann man doch einfach im Laden machen lassen. So. Ja gut, aber die haben ja alle keine Kohle, weißt du? Ja, klar, na gerne, ja. Genau. Gut, dann arbeitet er im Schülerladen schon parallel ab und an. Na, ist auch nicht oft. Ist vielleicht, was weiß ich, grundsätzlich findet es einmal pro Woche dann eventuell mal irgendwann statt. Sozusagen, es ist in einem Jugend, in einer, ist kein Jugendclub, ist ein, wie nennt man denn soweit, Verein. Und die suchen halt jemanden, der dann eine Fahrradwerkstatt eventuell mit reinbringt in dieses Konzept. Da habe ich gesagt, na gut, kann ich machen. Also die haben mich angequatscht. Jeden Tag zu hier dann immer, oder? Und dann würde hier den einen Tag wer anders sein und das geht ja erst nachmittags los, wenn die natürlich aus der Schule kommen und so. Ich bin sofort dabei, musst du mir sagen, was. Ja, super. Ja, ich muss mich da. Das ist ja auch ein Verein, das muss ja erstmal ein bisschen ratschlagt werden. Dann abgesegnet werden. Ja. So, kein Problem, alles gut, viel Spaß. Ich verstehe nicht! Doch, ich verstehe. Ja! Könnte gleich hier richten, aber nicht. Aber ich verstehe nicht hier. Die Seite ist fest wie Sau. Boah, gängig machen, wa? Das ist das Geheimnis. Einfach mal gängig machen, den Quatsch hier. So, gut, ich komm ab. Dann komm ich Montag mal. Wann willst du denn da ein bisschen mehr? Das Problem ist, ich muss mal jetzt erstmal bewerben, weil die ja gar nicht damit gerechnet haben, dass ich kein Geld damit Warum verdienen will. Willst du das machen? Einfach so, weil ich so eine Projekte sowieso mache. Ja, das ist ja auch cool, weil dann. Ich mache immer irgendwas, was sinnlos ist und nicht bringt. Also jetzt so umsatztechnisch, sondern einfach so für mich. Finde ich gut, ja. Und ich habe überlegt, ob man das erstmal aufzieht mit dem VW-Bus. Den habe ich ja, dass man hinten so einen Eimer rummacht, wo alles dran ist, damit man den dann nicht auf den Sack geht. Naja. Die man da hinstellen kann. Und das war ja immer meine Idee für das Fahrrad, auch so mobil, so ADAC für Amerika. So bis zur anrufbaren Leitung und dann, wo bist du? Ach, Südchen, bin 10 Minuten da. So bei kleinen Sachen sofort vor Ort reparieren, können sie weiterfahren. Genau, und ich würde gerne, aber weil das ja so ein bisschen Werkstatt ist, brauchst du ein bisschen Material, musst ein bisschen was mitschleppen. Klar. Deswegen habe ich gedacht, so um den nicht auf den Sack zu gehen, macht man das erstmal so, Probeprojekt. Und vielleicht stellen sie einem ja irgendwann mal einen Raum da zur Verfügung. Ja, aber die Kinder finden es bestimmt noch ein bisschen cooler aus so einer Straße am Auto und so. Es wird besser als in so einem Raum, wo sie jede machen.
Nee, aber lass ich schon mal, ich sprach einfach mal so pauschal und wer dann Bock hat. Ich bin 100% dabei. Also wenn, geil. Aber organisatorisch musst du mal kicken oder ich kann dann fahren auch mal hin, aber ich, vom hier genau richtig so was. Ist ja, ja ey, ist einmal. Einladung für hier und so, passt ja auch. Na, von denen wird keiner hierher kommen, aber ich meine, du weißt. Für mich ist das ein bisschen Werbung, weil wenn ich da hingehe, da sind ja Leute, die sind Sozialarbeiter, die kennen andere Schulen, die kennen da. Das sind doch, das sind doch andere, da sind auch andere Leute drin natürlich. Und das habe ich ja über einen Kumpel von mir, der hat da eine Tischlereiwerkstatt drin. Also auch ganz geil. Da muss man sehen, ob da überhaupt jeder kommt, aber mal einfach probieren. Wenn man es nicht probiert, passiert nichts. So sieht das aus, von nichts kommt nichts. Einfach hast machen. Du, hast du oben alles angeschlossen? Bitte gar nicht. Dein Kram? Achso, mein Kram? Ja. Ja, ja, ausverwalt. Jürgen, komm ich Montag, bring mir meine Nummer mit, dann lass ich den da. Jürgen. Aus der Wünsche, fahr. Bis dann, ciao. Halt da zu reden, Thomas. Glückwunsch. Ich muss ja nicht raus. Oh, der Balkon schmeißt schon wieder Wasser. Guck mal auf. Oh. Wo ist mein Anouk? Wo ist meine Anouk? Wo ist meine Anouk? Wo ist meine Anouk? Wo ist meine Anouk? Meine Anouk? Ah, wir müssen ja die Ding wieder zusammenbauen hier, die Maschine. Voll gut wieder vergessen. Hey, bitte? Hi, ich bin's. Ich bin's auch? Mit der Bremsdings. Also, ich baue das Ding jetzt zusammen ohne Stecker. Ohne Stecker. Ohne Schalter. Das freut mich sehr. Hallo Thomas. Hallo. Okay. Na dann helfen wir mal dem Nachbarn. Tipp mal erst. Valentina. Hast du ihn gleich wieder? Ohne Schalter geht das nicht mehr, Alter. Ohne Schalter Kulisse eingebaut, ey. Dreck, ey. Ich dachte, ich faule. Fuck it. Das ist impossible. Jack. Ja, ja. Ich bin Harry. Hallo. Ich muss den Danke. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Englisch? Was geht, Englisch? Ja, ich hab Wecker gerade bei Zahlen. Ah, ja, schön. Ich bin das bei New. Der ist der Hook. Der Haken. Der ist der Haken an der Sache. Ach so, Quatsch. Natürlich, du hast das mit angepackt. Danke. Na dann. Jetzt wissen wir, dass jemand der Starter gleich in die Ecke ist. So. Ja. Wenn Zeit ist, geht's ja so mal. Ja, bitte, bitte, gerne. Otherwise, you have the next tire. Englisch lesson. For all. Monkey. Englisch for monkeys. Ja. Englisch for runaways. Ich mach mal Feierabend. Also wir sehen uns morgen wieder. Macht es gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Und ich hoffe, nächste Woche wird gut starten für uns alle. Auch für euch. Also bis dann. Ciao.